Herzlich willkommen zurück zu Lufia 2. Zum Finale, zum alles entscheidenden Endkampf, zum Bosskampf. Nehmt's wie ihr wollt, dort steht da aus. Es wird der letzte Kampf in diesem Spiel werden. Die ultimative Schlacht. Jetzt haben wir dich da aus. Warum wollt ihr mich stoppen? Viele Menschen verehren mich. Meinst du? Niemand auf der Welt verehrt das Böse. Wie dumm. Hör mir zu. Es gibt immer zwei Wege, eine Sache zu betrachten. Manche glauben an das Gute und die Liebe, andere aber glauben an das Böse. Vielleicht, aber zurzeit herrscht nur das Böse auf der Welt. Ja, dank Arek. Arek. Er ist der mächtigste aller Höllenfürsten. Das wusste ich nicht. Genug gequatscht. Es ist an der Zeit, dass du deinem Schicksal in die Augen schaust. Mit dem Lufia-Schwert werde ich deinem Treiben ein Ende setzen. Ich kann deine übermenschlichen Kräfte fühlen. Kein Wunder, dass du diese besondere Klinge benutzen kannst. Das Schwert sollte mir gehören. Warum hast du ausgerechnet ihn auserwählt, Lufia-Schwert? Ich werde meine Rache noch bekommen. Ich bin der Meister des Terrors. Gebt auf! Yeah. Komm. Gib alles. Kraftbrunnen erhöht die Kampfkraft aller Kämpfer und füllt viele KP auf. Dann wollen wir das auch mal benutzen. Sehr gut. Ja, es zeigt sich schon resistenter gegen Sternstaub als die anderen. Und die Terrorwelle. Ja, die ist wirklich mächtig. Die macht sowohl Schaden, als auch Verwirren, Betäuben und was weiß ich noch alles. Gut. Schock. Schock ihn weiter, Arti. Och man, das ist so episch, der letzte Kampf. Und daraus beherrscht auch den Schattenspuk-Zauber, genau wie unsere Freundin Erem. Ich werde weiterkämpfen. Bis zum bitteren Ende. Ja, er kann auch sogar nochmal angreifen. Tja, was er alles kann. Aber es wird alles nicht ausreichen, um uns zu besiegen. Mal sehen, ob der Donnerzauber bei ihm funktioniert. Übrigens so Level 60 ungefähr, so um den Dreh rum, ist ein gutes Level, um gegen die Höllenfürsten anzutreten, wie ihr seht. Ach, schade. Zeigt bei ihm nicht sehr viel Wirkung. Aber Schattenwurf, wenn er das macht, müsst ihr aufpassen. Das bedeutet, dass die nächste Attacke gegen euch reflektiert wird. So zum Beispiel. Gut, dass Arti vor mir dran ist, sonst hätte ich mich ja selbst erwischt. Ich kann Dunkelspuk, aber es wird nicht sehr viel Schaden bei ihm machen, leider. Arti, Selan, du heilst. Uns alle wieder mit Champion hoch.
finde, Daos sieht irgendwie so ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht, was er da vor seinem Mund hat. Ich könnte eigentlich meinen, das wäre ein Bart, aber... Ich glaube, das ist eher Teil seiner Rüstung. Irgendwie. Um ehrlich zu sein, würde es weitaus mehr Spaß machen, wenn man gegen zwei oder drei Höllenfürsten auf einmal kämpfen müsste. Dann wird's richtig krass werden. Oh oh. Ich wurde eingeschläfert. Verdammt, was mache ich bloß? Aber wir haben Vitalis. Weck dich und deine Freunde wieder auf. Ja, genau, für sowas ist das ganz gut. Gut aus, ich bin wieder wach. Judo-Meister! Oh, und bald kann ich noch einen neuen Sternstaub machen. Und nochmal Kraftbrunnen und Schock. Daos wird nicht mehr lange leben. Bin ich mir ganz sicher. Daos kann alle vier Elementarzauber. Also Drache, Donner, Frost, Fee, Phönix. Und er setzt sich auch fleißig gegen uns ein. Und er kann den Schattenspuk und die Terrorwelle. Und er kann eine Attacke reflektieren mit Schattenwurf. Und normal angreifen kann er auch. Also recht viel Auswahl hat er da an Aktionen, die er gegen uns starten kann, aber... Es bringt alles trotzdem nichts. Es macht einfach zu wenig Schaden und zu ineffektiv, um uns gefährlich werden zu können. Somit ist das Finale eigentlich eher ein bisschen langweilig, aber was soll's. Das war's mit dir, Daos. Das ist dein Ende. Und wir kriegen nochmal Erfahrung in Gold, was kein Schwein mehr benötigt. Das ist dein Ende, Daos. Niemals! Die Höllenfürsten sind die Meister der Zerstörung. Gades, Amon, Irim, vereint eure höllischen Kräfte mit den meinen. Sie sind noch nicht ganz besiegt. Hahaha! Die Höllenfürsten haben immer noch nicht aufgegeben. Nein, sie sammeln mit Daos Hilfe ihre letzten Kräfte zusammen. Sein letzter verzweifelter Versuch. Ja, aber diese Energie reicht immer noch aus, um die Welt zu zerstören. Was? Diese Wahnsinnigen? Wollen sie sich selbst und die Welt zerstören, um uns zu besiegen? Das werde ich nicht zulassen. Selan, Gai, Ati, leiht mir eure Kräfte. Vereint können wir es schaffen. Vielleicht doch nicht. Hahaha, eure Energie ist zu mickrig, um die letzte Barriere zu durchbrechen. Los, wir müssen einfach alles geben. Sven, Sven hält es nicht mehr lange durch. Keine Sorge, ich schaff das schon. In Ordnung. Los jetzt. Du kleiner Wicht. Jetzt, tut es. Wusch. Es ist vorbei. Geil, alles klar. Klar,
so leicht macht man mich nicht fertig. Arti? Noch am Leben. Selan? Wir haben es geschafft, Sven. Alles klar bei dir? Jetzt herrscht wieder Frieden auf der Welt. Ja, jetzt können wir wieder heim. Ich kann nicht mit dir kommen. Selan, was redest du nur für ein Zeug? Ich wurde getroffen, ich kann kaum reden. Selan, sprich mit mir! Verflucht! Sprich mit mir, Selan! Ich würde gern mit dir gehen. Und unseren Sohn noch einmal... Der Tempel bricht auseinander. Arti, wir müssen hier raus. Schnell. Selan und Sven sind zu weit weg. Wenn wir jetzt warpen, haben die beiden keine Chance mehr. Verdammt, was machen wir jetzt bloß? Geil. Arti, rettet euch. Los, weg hier. Sven! Wir haben das Böse besiegt. Ihr müsst das den Menschen verkünden. Macht, dass ihr verschwindet. Aber ich kann sie da nicht zurücklassen. Bitte, Freunde, nun geht doch endlich. Arti, wir gehen. Geil, was machst du? Wir haben keine Wahl. Auf jetzt, Arti. Sven, ich werde der Welt von dir und diesem Sieg erzählen. Du musst aber versuchen, zu überleben. Wolltest du sagen, was? Warp! Selan, eine neue Zeit des Friedens hat begonnen. Wenn wir das nur miterleben könnten. Ich liebe dich, Selan. Ich habe dich immer geliebt und werde dich immer lieben. Oh, wie romantisch. Das kann doch nicht das Ende sein. Du Blume meines Herzens. Was? Das Beben hat aufgehört. Das! Ihr denkt wohl, ihr habt schon gewonnen. Noch bleibt mir diese Insel. Was? Ich werde diese Insel auf Pandoria fallen lassen. Das wird der letzte Akt des Terrors. Was mache ich jetzt bloß? Iris? Nein, du bist nicht Iris. Ich fühle deine Aura. Diese Aura kenne ich doch. Das ist die gleiche Aura wie die von Erem. Wenn du einer der Höllenfürsten bist, warum hast du mir dann geholfen? Für uns war das die entscheidende Schlacht. Entscheidungsschlacht? Was sollte denn entschieden werden? Ob die Menschheit uns noch braucht. Denn wir, die Höllenfürsten, sorgen für das Gleichgewicht auf der Waage des Lebens. Ich verstehe gleich gar nichts mehr. Das Lothiar-Schwert sollte nur gezogen werden, wenn das Böse nicht mehr gebraucht würde. Du meinst, wenn die Menschen den Glauben verloren hätten? Ja, doch die Menschen brauchen den Glauben noch. Deswegen dachte Arek, das Schwert würde lange ruhen. Aber das Schwert ruhte nicht. Und deshalb kamen wir. Ich half dir mehr, als mir erlaubt war. Ich weiß auch nicht, warum ich das tat. Die Insel fällt auf Pandoria. Du musst sie irgendwie aufhalten. Ich kann nicht. Warum? Ich bin die Herrin des Todes. Es ist gegen meine Natur, Leben zu retten. Aber du hast mir doch sonst auch geholfen. Bitte hilf mir und halte den Sturz der Insel auf. Bitte! Deinetwegen bin ich auch erst so weit gekommen. War es alles umsonst? Ich habe keine Zeit mehr. Meine Energie lässt nach. Sag mir, wie ich die Menschen retten kann. Am Fuß der Insel befinden sich drei große Steine. Zerstöre diese Steine, um den Kurs zu ändern. Nur ein Mann mit einer starken Aura kann die mystischen Steine zerstören. Es könnte dich das Leben kosten. Ich verstehe. Mit meiner letzten Kraft werde ich hier die Tür öffnen, die nach unten führt. Nun kann ich dir nicht mehr helfen. Es liegt jetzt alles in deiner Hand. Ich werde von einem fernen Ort aus beobachten, ob die Menschheit ihre eigene Zukunft gestalten kann. Und Selan liegt hier... K.O. Können wir eigentlich noch runter? Ja, aber hier kann man nicht mehr weiter. Gut. Also, es wird noch das letzte Mal eine Videounterbrechung geben. Im letzten Part werden wir Pandoria retten und den Abspann miterleben. Also, bis dann.